Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Aber Nacho, herzlich willkommen in Seven Days to Die. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgebuddelt, aber ich kriege irgendwie keine Punkte dazu. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir jetzt was anderes. Hier, wo wir das Eisen so leicht angeschlagen haben, nee, hier hinten war das, ne? Da seht ihr, da ist auch noch eine Menge Zeugs. Hab so ein bisschen Eisen schon weggeschlagen. Und, ja. Das schmeißen wir jetzt direkt mal wieder mit drin. Und dann legen wir an die Seite. Wie viel haben wir denn? Ah, 500. Okay. Weil ich glaube, für Stahl brauchen wir einiges, ne? Dann sollte ich das vielleicht einfach mal mit reinschmeißen. Und dann gehen wir doch erstmal in die City. So. Können wir eigentlich mal erst vorher anpflanzen. Dass wir kurz warten müssen. Nur müssen heller ist. Und dann wandern wir mal rüber. So. Da kann das Glas rinnen. Da haben wir noch nichts. Das heißt, hier kann die Erde einfach mal mit rein. Das wird wohl reichen. Hier. Habe ich ja auch noch nirgendwo liegen. Das heißt, wenn wir für Cobblestone brauchen. Okay. So, Sand. Nicht da. Hier. Kann ich doch. So, Kohle haben wir auch hier. Sehr schön. Das kommt darin. Wo habe ich Potassium? Gar nicht. Okay. Wenn wir das noch nicht haben, machen wir das mal so. So. Fertig. Ja. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass hier mein Eisen drin war. Beziehungsweise meine Schmiedekiste war. So. Du darfst einfach weiter brennen. Fertig. Oh, das ist fein. Gefällt mir. So, genug zu trinken, aber genug zu essen haben wir. Sollten wir einfach nochmal trotzdem soweit auffüllen. Warum denn nicht? Das ist ja so schlecht dann auch nicht. 93, 86 nur? Das ist aber doof. Dann nehmen wir doch so ein. So. Macht darin und der kann hier mit drin und gut ist. Und dann gehen wir einmal zur... Achso. Ja, mach halt. Nee, ruhig. Mach zu. So, wo haben wir sie denn? Vielleicht kriegen wir durch das Looten schon so ein paar Punkte zusammen. Ach da. So. Hier und die Spezialgebäude haben wir schon. Die haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Das heißt, ich würde sagen, hier müsste das Ende sein. So in dem Bereich in etwa. Dann marschieren wir da jetzt einfach mal hin. Ja, soweit bin ich leer. Ich habe mich wieder angezogen. Gut, anpflanzen tun wir später. Wo geht's denn lang? Ach, da. Ich wollte ja einiges noch machen. Ich habe so vieles, was ich noch nicht gemacht habe. Und ich möchte endlich mal anfangen zu bauen. Aber wir müssen jetzt erstmal eine Sicherung für die 21er, weil die ist ja heftiger. Die 14er, die ist jetzt eher noch killefig, weil da keine Favits bei sind. Es sei denn, die haben das geändert. Aber ich glaube, in der letzten Zeit ist kein Update gekommen. Also von daher dürfte es eher so eine killefig sein. Aber die 21er, die hat ja Favits dabei. Lady, ich mag das nicht, wenn man mich so von der Seite anschiebt. Da wollte ich eigentlich auch mal einen neuen von machen. Könnte ich eigentlich mal nebenher machen. So. Ach Gott. Was könnten wir den? Nee. Den schmeißen wir direkt in die Schmiede. Das dürfte mehr geben. Oh. Ach, da oben. Ach, ist auch schon da. Wie schön. Ach, das ist hinter dem Wald, ne? Stimmt. So, und jetzt aber nicht schimpfen, wenn ich jetzt hier so Müllbeutel und sowas auslasse. Das mache ich, weil ich jetzt in die Stadt gehe. Wer weiß, was ich da finde. Ein Grün, wie schön. Oh, dann sollte ich mir vielleicht auch einen neuen Bogen machen. Bogen? Bogen? Weil das könnte sich ja lohnen. Und der kann weg. Ja, kommt da angedackelt. Noch so eine. Ja, die könnte wieder was Anständiges dabei haben.
Wo ist mein... Ich habe da eben einen Bogen gemacht, oder nicht? Da bin ich denn deppert. Kerstin. Lady, würdest du aufhören, so plötzlich zu kommen? Ich glaube, ich kann Pfeile sparen. Der grüne ist mal gut. Und einen grünen Bogen. Ja, jetzt wird's doch lustig. Ab zur City. Wenn diese Waffen dann jetzt schon mal in grün sind, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. Es gibt so viel, was noch zu tun ist. Also ist es langwieriger geworden, dass man eben doch anfangen kann zu bauen. Vor allen Dingen, wenn man dann, so wie ich jetzt, die falschen Prioritäten gesetzt hat. Man sollte tatsächlich... Ach, das war doch mal... Aber sowas von richtig abgeschätzt. Wer hat mich denn hier ange... Ach du, komm her. Moment, ich höre da noch einen. Doch nicht. Okay, ja, das ist sehr gut. Da vorne haben wir auf jeden Fall... Aber das sollten wir erstmal noch lassen. Da haben wir ja so kleine Dingens drauf. Die Polizeistation haben wir noch gar nicht mitgenommen, ne? Die können auch noch machen. Ja, nö, der da glatt an. Hörst du das wohl? Haut die nicht einfach. Hat sich schon mal gelohnt. Trotzdem nehme ich mir jetzt rein. Sicher ist. Wir machen da so einen Krach. Gasstation, auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. Ach, na Wunsch. Die lohnt sich nicht. Kommt hier hin, die kommt ab mit in die Schmiede. Huhn lohnt sich immer. Und zack. Huhn lohnt sich immer allein schon wegen den Federn. Die wollen wir doch gar nicht mal außen vor lassen. Nehmen wir doch mal direkt mit. Und Fleisch ist ja auch nicht so verkehrt. Da haben die Straßenbauarbeiter aber komische Sachen gemacht. Was haben wir denn da drin? Okay. Warum denn nicht? Ups. Einmal umfallen bitte. Und einmal nochmal. Gut. Die können weg. Na, ist halt weg. Das Fleisch, das tun wir dorthin. Das tue ich mal skurren. Dann kann ich das dorthin. Aber dann kann ich die hier auch. Du kannst... Oh, drüber. Ach, komm her. Wollen wir mal gucken, wie er ist. Die lassen sich aber auch gar nicht davon beeindrucken, wenn die einen auf den Sack kriegen. Hey, wieso kam ich da nicht mehr weg? Also die kriegen einen auf den Sack und den holen direkt aus und knallen einen zurück. Sehr merkwürdig. Wenn ich einen auf den Sack kriege, bin ich grundsätzlich gestunt. Ja, naja, nicht ganz grundsätzlich, wie man gesehen hat, aber doch schon sehr häufig. Und vor allen Dingen, die treffen ja dann auch immer, auch wenn man zurückgeht. Ne? Also, die haben, also was das betrifft, irgendwie richtig Mist gebaut. Ne? Die treffen grundsätzlich, auch wenn man dann irgendwie, wenn die ausholen, treffen soll. Auch wenn man so einen 5 Meter weg ist oder so. Und das finde ich schon ein bisschen blöd. Oh. Finde ich schon ein bisschen blödsinnig. Aber nun gut. Müssen wir jetzt momentan mit leben. Okay. So. Können wir ja eigentlich... Oh, hier ist eine Tür. Die offen? Nein, natürlich nicht. Auf der anderen Seite sollten wir sie vielleicht erst gar nicht nutzen. Sondern besser hierher gehen. Weil wir können hüpfen. Die Zombies nicht. So. Was haben wir da drin? Nix. Aber das können wir mitnehmen. Aber jetzt können wir den hier auskürten, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Hm, was haben wir da schon jetzt drin? Mach halt so. Geht doch. Ja, Gold ist weg. Hm? Was ist denn das?
Wir brauchen es nicht. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wieso habe ich denn das jetzt in der Tasche? Nee, das gehen wir mit da unten hin. Und das packen wir hier mit hin, ist besser. Ja, cool. Seit wann sind hier Kisten? Das finde ich ja mal richtig nice. Naja. Die ist jetzt momentan gerade mal besser, okay. Dann scrappen wir die jetzt auch. Lockt. Wie finde ich das? Nicht gut. Nehmen wir das da. Die machen sie einfach mal auf. Eigentlich könnte ich das auch mitnehmen. Ist das Scrap? Ach ja. Diese Spitze irgendwie. Mach halt weg. Also ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass die mich jetzt hier die ganze Zeit handeln oder so. Normal, ne? Ach, Blödsinn. Ah, das war ganz nett. Ihr wollt hier rein, ne? Dann wollen wir euch mal reinlassen. Ich gehe einfach mal woanders hin. Tschüss. Ja, habe ich euch schon gesehen. Deswegen hatte ich Tschüss gesagt. Aber erstmal du hier. So. Und du auch. Weil du gerade da bist. Und Schwesterchen. Ach Gott. Jetzt. Ah, wo tanze ich denn hier rüber? Halben Millimeter. So perfekt zielen. Wer kann das denn schon bei bewegten Objekten? Oh ne, da habe ich keine Lust. Ich gehe. Vor allen Dingen irgendwie vorhalten funktioniert auch nicht. Ne? Ich habe das schon 10.000 Mal versucht, weil die dann plötzlich immer zickzack laufen. Funktioniert irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Entweder ich bin dafür wirklich zu blöde. Das kann natürlich sein. Und wegen Bogen und so. Oh, warte mal. Natürlich nicht getroffen. Versuchen wir es nochmal. Geht doch. Aber was habe ich hier für ein Blödsinn in der Tasche? Das beruhigt doch alles gar nicht. Mal auf weg. Auf weg. So. Nee, ne? Ich habe hinter mir einen gehört. Ah, der ist ja noch ein bisschen weg. Gib her. So ein bisschen kann ich mitnehmen, oder? Ja. Und jetzt muss ich mich vom Acker machen. Weil jetzt haut er mich. Was haben wir denn hier noch? Das ist... Oh, Bullis. Da ist er. Ich meine nämlich, da wären wir noch gar nicht dran gewesen. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. Ach, von dir will ich jetzt auch nichts. Halt mir schon, dass ich den Rest des Hirsches abstehen lassen müssen. Ach, da ist auch wieder ein Zombie. Und noch ein Zombie. Na super. So. Oh, jetzt sag nicht, dir ist zu warm. Ich hasse dieses ewige An- und Ausziehen, aber sowas von. Meine Güte. Da weißt du nie, wo du hingehen sollst, weil er ist zu warm, ist zu kalt. Und der hat ja schon Bandana und alles mit. Na. Und wieso ist jetzt der Schneezombie hier noch um die Ecke? Das gibt's doch auch nicht, ey. Leute. Was ist das hier für ein Blödsinn? Schneezombie gehört im Schnee. Herbert, mach dich vom Acker hier. Natürlich. Na endlich. Geh halt geradeaus. Muss ich erstmal 5 Meter zurück und da warten schon wieder Zombies. Ist logisch. Weil der ist ja irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Hier sind, da hinten ist jetzt auch wieder ein Kriecher. Da ist auch noch einer. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ich gehe hier wieder. Klar, in der Stadt sind natürlich Zombies. Logisch. Ist ja gar keine Frage. Aber
Genau das meine ich nämlich. Also entweder ich bin wirklich zu blöde dafür, ja, oder genau in dem Moment, wo der Pfeil abfliegt, ziehen die ihren Kopf in eine andere Richtung. Ich denke mal, ersteres wird sein, dass ich das irgendwie überhaupt nicht gebacken kriege mit denen. Normalerweise kann ich das mit denen vorhalten. Weil wenn ich Knarre in der Hand habe, habt ihr ja gesehen. Wenn ich Knarre in der Hand habe, funktioniert das alles, ne? Aber Pfeil und Bogen irgendwie grundsätzlich nicht. So. Und das ist dann irgendwie, das hört auch so ein bisschen, ne? Das ist dann einfach mal nervig. So. Genau, genau das meine ich nämlich. Du ziehst ab und zack, gehen sie einen Schritt nach links oder rechts. So, und jetzt nämlich nicht. Das gibt's überhaupt nicht, ey. Leck mir da eine Füße. Geh halt geradeaus. Und dann Fehler noch als Feature verkaufen. Das ist sowieso dann der Hammer. So, fall halt um. Jetzt leck mir eine Füße. Ich meine, einer von den Fallen, ach komm schon, was soll denn der Blödsinn jetzt? Gehe ich halt mit gebrochenen Knochen nach Hause. Im Vorbeilaufen mal eben die Haxen. Hier, das kann weg. Wo haben wir denn das Ding? Nee, geh einfach weg. Ich habe keinen Bock, ich bin genervt. Ja. Ja, bei der Tante, also ich hätte einen Pfeil, hätte doch mal wenigstens treffen müssen, aber ständig halt drüber, drunter, links, rechts. Ich hätte mit Sicherheit drei Ohrringe, weil drei Ohrlöcher geschossen. Für Piercings. Nee, das, was ist denn das? Rabbit Challenge? Was ist ein Rabbit? Okay, die lege ich mir erstmal an die Seite. Da mache ich jetzt nicht den Fehler wie mit Service Treasure Map. Ja, der gleichen habe ich. Die Nägel brauche ich sogar. Doch, die kann ich wieder anschmelzen. Okay. Ja, sowas ist dann. Das sind die Sachen, die mich schlichtweg dann nerven. Wenn, ja, du eigentlich nach vorne kommen könntest, aber nicht kommst, weil da du ständig unnötig Zeit für unnötige Sachen verbrätst. Ja, und Punkte habe ich immer noch nicht gekriegt. Obwohl ich da jetzt Zombies gekillt habe, obwohl ich Loot, zumindest wüsste ich jetzt nicht, oder habe ich es auch gekriegt? Doch, ich habe 10 Punkte. Ah, super. Habe ich, was das Thema betrifft, schon mal nichts gesagt. Weil das, ich habe auch irgendwie gar keine Lust mehr großartig auf den Kopf zu ziehen. Der kam auch, also es kam mir so vor, geblutet hat er unten leider. Obwohl ich eindeutig auf den Kopf gezielt habe. Scheint dabei in der Brust eingeschlagen zu sein. Also was das Thema betrifft, schwierig. Naja, aber jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal unten in den Tunnel rein, den ich da machen wollte. Was hast du denn schon wieder zu meckern? Wo bist du denn? Ach schon, ja, so ein Dicker. Natürlich dran vorbei. Der ist doch wirklich Sillimeter dran vorbeigeflogen. So blöd, ne? Dass die, wenn die aufstehen, dass die dann erstmal sich einmal um die eigene Achse drehen. Das ist halt blöd, wenn man auf den Kopf schlagen will und plötzlich ist der Kopf das Bein. Das sind alles so diese Kleinigkeiten, ne? Die einen mit der Zeit dann einfach ein bisschen ärgern. So. Ah ja, unser Eisen. Da mache ich jetzt erstmal Stahl. Das werde ich jetzt erstmal tun. Ein bisschen Stahl herstellen für Stahlwerkzeug. Und dann gehe ich aber, ich glaube, erstmal da hinten rein. Müsste ja jetzt genug Eisen haben, dass ich da erstmal diesen
Stunde gegraben kriege. Ich glaube, das mache ich auch alleine. Zumindest zum Teil. Aber ich zeige euch zumindest... nee, dann muss ich dann jetzt machen, weil wir haben gleich die Folge rum. Und dann... Ach nee, jetzt bin ich auch noch so blöde. Stimmt, man sollte mit gebrochenen Beinen nicht runterhüpfen. Meine eigene Schuld. Eindeutig. So, dann sage ich nämlich euch jetzt, was ich mache. Und das mache ich dann gleich kurz alleine, weil es einfach todlangweilig ist. Also, ich habe ja hier viermal so eine Dinge aufgestellt. 1, 2, 3, 4. Ja, und das Gras da hier drin rum, das werde ich jetzt komplett mal einmal wegschlagen. Und dann werde ich hier unten, das heißt, wir werden uns dann jetzt wahrscheinlich kurz vor der Horde wiedersehen, weil dann werde ich nämlich hier unten reingehen und mit dem Stahlwerkzeug Tunnel graben. Dass ich das schon mal gebacken kriege. Und das werde ich jetzt erstmal tun. Aber natürlich werde ich mich vorher einmal entleeren. Weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich könnte mir vorstellen, das wird noch einige Zeit dauern. Und oben werde ich dann, da wo ich das Gras wegschlage, also ich habe jetzt nicht nur vor, unten alles frei zu machen und oben alles mit Spikes zuzubügeln und dann hin und her zu laufen. Ich möchte auch schon ein bisschen schießen können. Das sollte ich die 9mm vielleicht verlernen. Dass ich mir ein paar 9mm mache. So, 100.000 Stück. Oder so. Naja, so schlecht auch nicht. So. Meine Lieben, hau mir nicht die Tür vom Kopf. Ja, ja, ich weiß. Die ist mächtig warm. Schmeiß den Gedöns erstmal hier rein. Das sortiere ich alles mal später. Habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Ja. Und jetzt, und jetzt, und fertig. Nee, das auch noch. Gut. Wobei, wenn ich mit Stahlwerkzeug mache, dann liegt das doch direkt einmal an der Seite. Da gucke ich dann später alles, wo ich das hinschmeiße. Jetzt will ich erstmal graben und Stacheldraht kann ich auch noch ein bisschen herstellen. Ne? Das könnt ihr auch noch tun. Ja, ja, ich ziehe dich gleich nackig. Also wenn es euch gefallen hat, dann... oh, sehr schön. Dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf eure Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.